Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Giganten der Lizenzperl-Abteilung, sag ich mal. Ich sehe übrigens, dass tatsächlich Hongkong Fui von Hanna-Barbera ist. Das heißt, das haben die auch verbrochen. Okay. Ja, genau. An meiner Seite der großartige Starkiller. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ihr seht schon, dieses Spiel ist von Hightech. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich Hightech nix, ne? War das nicht im Magazin in öffentlich-rechtlichen Sendern? Auf Dreisatz oder sowas? Das gab's auch, aber nicht wahnsinnig lange. Nein, Hightech sind auch schuld an Barbie-Urlaubsabenteuer und Barbie-Supermodel. Aber wenn ich mir das anschaue, die Musik stammt vom Sonic. Ja. Ne? Der war auch schnell weg. Ja, der ist schnell weggerannt. Ja. Oh, wäre toll, wenn Hongkong Fui uns helfen würde. Wir haben den Vorteil, du magst den Cartoon nicht. Mhm. Ich fand den jetzt so scheiße damals nicht beim ZDF, glaube ich. Ich glaube, sonst ist der, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, irgendwie Hausmeisterhund oder sowas. Und wenn er gebraucht wird, wird er halt so Hongkong Fui und ja. Ja, irgend so ein Schwachsinn war das, aber. Wenn ich mir das jetzt schon anschaue, das Spiel, ist so nach diesen paar Sekunden, das bestätigt einfach nur meine Meinung. Und ich stelle mir hier wieder die Frage, warum wurde das Spiel veröffentlicht? Antwortmöglichkeit A, Geldmacherei. Nein. Antwortmöglichkeit B, die mögen uns nicht, die Hersteller. Antwortmöglichkeit C, beides. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube keiner, ja? Damals, ne? Selbst auch ohne Internet, wo solche journalistischen Giganten wie die Happy Computer und die ASM uns vor solchen Produkten geschützt haben. Und vergiss nicht die Playtime. Ich glaube, das hatte ich schon verdrängt, glaube ich. Aber auf jeden Fall diese hervorragenden Magazine, die auch ohne Gamergate unglaublich immer hart recherchiert haben. Vor allem die ASM, genau. Und ja, deswegen glaube ich nicht, dass irgendeiner dieses Spiel wirklich von euch hatte. Und wenn ja, ich hoffe, die Eltern sind im Heim. Nicht im Knast? Na gut, das weißt du doch, unsere Generation, das war noch nicht Verdachtsfälle oder mitten im Leben. Aber da kann aber eine Pflegestufe 3 auch schon was bewirken. Ja, wenn ihr wissen wollt, ob ich das Spiel gut finde, ich finde es super. Ich glaube, jetzt haben wir schon Dead End. Hast du gut hingekriegt. Das wird ein kurzes Video. Ja, ist egal dann. Ah, ne, halt. Ach, weiter. Verdammt. Ey, ich meine, juhu. Also, oh, muss ich nochmal machen. Oh, ich hoffe, ihr bekommt das mit, wie unglaublich. Was ist das denn? Ach, ich kann. Ah. Der hat so eine Art Doppelsprung. Oh. Ah. Dann springst du hier mit Feuerknöpfen oder musst du da nach oben halten? Nee, für Doppelsprung musst du dann beides. Ach so. Im Rhythmus aber. Also, ne? Das wäre ja sonst zu einfach. Ja, natürlich. Weil der Rhythmus, der nicht immer mit muss sein. Weil der Hongkong Fui, der alte Hausmeister, der hatte Rhythmus im Blut. Da werdet ihr alle. Aber neidisch und so. Ja. Na komm. Jetzt ist es schon rüber. Zack. Naja, geht doch. Du kannst mal wenigstens ein bisschen weiter. Da habe ich auf jeden Fall schon mal einen Doppelsprung gelernt. Mhm. Aber hier komme ich nie weiter. Ja. Oh, das sieht doch cool aus. Na komm, wer hat das denn gerade gemacht? Das sieht hier eher wie so Jazz-Tanz aus. Ja, Free Jazz. Ja, genau. Oder Ethnopop. Oder so. Ja. So Free Jazz auf 78. Also ich muss jetzt mal einfach dazu sagen, ich glaube, dieses Spiel ist nicht gut. Ich habe da so Anzeichen für erkannt. Mhm. Vielleicht gibt es auch irgendein Secret, das wir nicht. Oder. Achso. Ich muss den Schalter einfach mal andrehen. Ja, ich würde gern. Ja.
Also Chuck Norris würde es mit dem Roundhouse-Kick hinkriegen. Er kann das ja auch hier, aber. Da kann doch kein Roundhouse-Kick, also bitte. Was? Hier, guckt ihr das an. Da tanzt eher Kam Kam oder sowas. Das sieht geil aus. Moskau, Moskau, lalala. Ja, Das könnte man auch 15 Minuten machen. weil das für die Leute genauso unterhalten. Komm. Ah, obwohl, Kong Kong wäre ja mehr so, ne? Erst ein Bein und dann. Obwohl, weißt du, woran mich das erinnert? An Tanzlevel von Western Games. Ja, dann brauch ich noch die Armbewegung. Ja, Aber gut. ich kann tatsächlich mit diesem Symbol nichts machen, glaube ich. Wahrscheinlich ist es ein roter Hering. Und bevor du die Frage stellst, ja, ich bin immer noch von Frankie Goes to Hollywood hier geschädigt. Relax, don't do it. Rage Hard. Oder ist das hier vielleicht sowas wie ein Schalter? Wo denn? Das da? Ne, ich glaube nicht, ne? Das sieht eher so nach einer Plattform aus. Die hier gar keinen Sinn macht. Ja, außer dass du halt da stehen kannst. Ah! Moment, hier war ich noch nicht. Na, da jetzt guckt er, ne? Ja, da geht's ja hoch. Hoch hinaus. Boah, das ist ja jetzt läuft's. Ist das vielleicht der Sinn des Spiels, dass man die Bücher einsammelt? Das kann sein. Ja, dass man was gegen die Schreib- und Leseschwäche tut. Schreibt die nie ab. Lerne lesen und schreiben. So, jetzt habe ich irgendwas bekommen. Es hat irgendwie gedutet. Vielleicht habe ich damit jetzt die Fähigkeit, einen Schalter zu betätigen. Aha. Ich weiß es nicht. Du Vielleicht. meinst, der Köter da, der lernt dann einfach. Der ist lernfähig. Ich habe wahrscheinlich ein mächtiges Event getriggert. Ja. Da komme ich gar nicht runter. Also tanzen wir jetzt ein, ne? Das würde bedeuten, dass es noch einen anderen Weg geben kann, soll, tut. Da geht's den nicht. So. Da gibt's den auch nicht. Da kommen wir auch nicht unbedingt weiter. Tja. Ich sag's mal so. Ich hab so nicht das Gefühl. Weil du kannst ja auch nicht hier. Man kann da nicht mehr viel machen. Du kannst auch nicht hier während der Fahrt runterspringen. Sonst wäre das ja irgendwie ein toller Plan, aber. Sonst würde es dann endlich mal Sinn machen, aber so klappt es nicht. Ja. Ich verstehe das System nicht. Möchte diesen Teppich nicht kaufen. Was zu. Also ich glaube, du stimmst mir zu. Da kommen wir nicht zurück. Das sieht da nicht so gut aus. So. Oben ist halt auch die Wand, die stört. Du kannst die Wand natürlich nicht zerstören. Nein, Auch nicht mit natürlich dem nicht. Headbutt. Nein, den hast du ja nicht. Also. So, da kommen wir nicht weiter. Da kommen wir auch nicht weiter. Da kommen wir auch nicht weiter und da geht es auch nicht weiter. Da kommen wir auch nicht unbedingt sehr Was weit. grundsätzlich irgendwie darauf hindeutet, dass es hier nicht weitergeht. Was grundsätzlich doof ist. Bei solchen Spielen ist es vielleicht nicht gerade unbedingt ratsam, eine Stelle zu geraten, wo es nicht weitergeht. Weil dieses Spiel aber so enorm viel Laune macht. Werde ich hier aufhören. Ja, Wir ich wollen danke euch dir. nicht den ganzen Spaß verderben. Nein, also dieses Spiel ist auch wieder der Oberschenkel-Halsbruch als Videospiel. Das braucht kein Mensch. Finger weg, ganz klar, Finger weg. Also Hongkong Fui, Definitiv. no way, no way. Vielleicht gibt es ja, vielleicht kennt ihr das ja, vielleicht gibt es ja von Hongkong Fui, wo ich jetzt gelernt habe, dass es auch von Hanna-Barbera, wo ja auch die Feuersteins, die Jetsons und Yogi Bär herkommen.
Vielleicht gibt es tatsächlich vernünftige Spiele von ihm. Also hier jetzt nicht. Ach so. Nicht so unbedingt. Deswegen besucht den Starkiller, findet ihn toll, schenkt ihm eine Hongkong Fui Plüschfigur. Die kostet wahrscheinlich mittlerweile Schweinegeld. Und mir schenkt er das Lösungsbuch für dieses Spiel. Falls es noch nicht gemacht wurde, ich warte einen Longplay vom Schmu. Ich will wissen, wie das endet. Aber ich glaube, selbst er macht nicht alles. Der hat auch Respekt. Der hat auch seinen Stolz, oder? Ja, besucht unsere beiden Kanäle, findet uns toll, abonniert uns, findet uns riesig und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.